MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf unserem neu erstellten Team, allerdings wollen wir damit jetzt keine Runde spielen. Wir wollen heute mal was ganz Spezielles machen. Also ich finde es wirklich speziell, weil sowas haben wir noch nie gemacht vorher. Und ich finde es auch mal ganz interessant. Und ich denke mal, es wird auch den einen oder anderen erfreuen. Was es genau ist, werde ich euch gleich erzählen. Ich erzähle euch jetzt erstmal kurz meine aktuelle Lage. Wir haben morgens um 5 Uhr, ich hoffe mal, der Tony wird nicht wach. Also der ist ja sozusagen eine Wohnung unter mir, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er weiter schlafen kann, auch wenn ich hier rumbrülle. Man muss halt sagen, es hallt hier ziemlich, weil die Räume relativ groß sind und Fliesen gibt es dazu noch, deswegen. Aber sollte schon passen, weil ich werde heute Nacht durchmachen. Ich habe vorhin mit einem Schwede im Skype geschrieben und der war in Malaysia. Der hat so einen kleinen Visa-Run gemacht und der kommt heute Morgen um 9 Uhr wieder, das heißt in rund 4 Stunden. Und danach wollen wir einfach, er macht übrigens auch durch, und danach wollen wir einfach zusammen direkt an den Strand gehen und da noch ein bisschen pennen. Ja, ist ein bisschen assi, aber irgendwie, ich denke mal, ich penne dann da 3 Stunden oder so, er auch, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Und dann kann ich abends aber ordentlich pennen gehen, weil ich will endlich mal wieder früh pennen und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt mal durchmache. Aber, da habe ich mir gedacht, um die Zeit nicht ganz so zu versauen, habe ich mal ein bisschen nachgedacht und so überlegt, was die letzten Squad-Buildings so bei uns passiert ist. Und da bin ich natürlich auch öfter mal auf den Tenor gestoßen, dass ich ja so häufig Spieler benutze, die wir schon hatten und alles. Ich muss ja sagen, meine Squads sind immer darauf ausgelegt, dass ich denke, dass sie sehr gut spielen. Ich meine, das hier ist sogar noch so ein Squad, da denke ich auch, dass es gut spielt, natürlich. Aber das ist vielleicht nicht so ein Maximum-Squad. Das heißt, da fehlt mir vielleicht noch der richtig Defensive dabei. Aber man sieht auch schon an diesem Squad, ich versuche das wirklich immer relativ stark aufzubauen und nicht unbedingt so, dass es jetzt Special-mäßig ist, also mit irgendwelchen Non-Rares, Silberspielern etc. Ihr wisst, was ich meine. Kann ich natürlich teilweise auch verstehen, wenn einen ankotzt, dass ich öfter mal De Rossi und Chiellini und sowas spiele, weil sie halt einfach stark sind. Aber aus diesem Grund machen wir heute mal was ganz Spezielles. Ich nenne es mal Crazy OP Momentum Squad Building. Wir bauen nämlich 3 Teams, 3 günstige Teams. Also insgesamt habe ich, glaube ich, für die 3 Teams 300.000 bezahlt. Insgesamt für 3 Teams. Aber ich muss auch sagen, ich habe Informs dabei. Ohne Informs geht das viel günstiger. Und was euch wahrscheinlich interessieren wird, von diesen 33 Spielern, wie gesagt, es sind 3 Teams, sind 29 Spieler neu. Das heißt, die haben wir noch nie gespielt und ich denke, da kann dann echt keiner mehr meckern. Und wie schon erwähnt, diese Squads, alle 3, sind eher so Fun-Momentum-OP-Squads. Wir wollen das einfach mal testen, ob sie OP sind, merkt man natürlich erst im Spiel. Aber sie sehen wirklich ganz nice aus und ich glaube, ihr werdet das auch ganz witzig finden, vor allem wenn ich mal mit solchen Teams spiele. Und diese Teams hier, wie gesagt, die sind halt alle so komplett überdurchdacht mit Workrates und allem. Na gut, ich muss sagen, auf Workrates habe ich teilweise natürlich auch da geachtet. Und ich habe jetzt auch nicht einfach mal ein ZOM ins ZDM gestellt. Also sowas wollte ich dann auch nicht machen. Die Teams sind schon spielbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie nur Scheiße zusammengestellt hätte. Aber es ist einfach mal was anderes. Ich denke, sobald ihr das erste Squad gesehen habt, wisst ihr, in welche Richtung es gehen könnte. Und bevor ich euch jetzt hier komplett totlaber, werden wir einfach mal mit dem ersten Fun-Squad anfangen. Genau, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ich habe mich extra sogar an euch orientiert und ich habe 3 verschiedene Formationen gemacht. Einmal im 3-5-2, einmal im 4-1-2-1-2 und einmal im 4-2-3. Im Allgemeinen habe ich, um diese 3 Teams, also diese 33 Spieler zu kaufen, ich glaube ohne Scheiß über 3 Stunden gebraucht. Ich saß an einem Inform, der noch nicht in diesem Team kommt, saß ich alleine, ich glaube eine halbe Stunde, nur an diesem einen Inform. Und das heißt schon mal was, würde ich sagen. So, wir legen jetzt aber los und zwar machen wir das so, dass wir immer eine Liga erstmal aufstellen. Und wir fangen an mit der Eredivisie, weil die... Nee, Quatsch, machen wir nicht. Doch, machen wir, klar, sorry.
der Massive mal wieder richtig am Labern hier. Wir fangen mit der Eredivisie an. Es sieht nämlich so aus, dass das keine reinen Goldteams sind. Wie gesagt, es soll natürlich auch ein bisschen auf den Momentum-Faktor schlagen, beziehungsweise wenn es dieses Momentum überhaupt gibt. Aber den Gegner tilten wird es bestimmt, wenn er gegen zum Beispiel so ein Team, was wir jetzt bauen, verliert. Guckt es euch einfach mal an. Im Tor hätten wir Zoe. Das wäre der erste neue Spieler, für 11.000 gekauft, solider Keeper, denke ich mal, 1,89 groß, 80er Hechten, 79er Reflexe, 77 Ballsicherheit, 77 Abschlag und 78 Positioning. Er ist halt nur ein 77er, deswegen sollte man sich nicht allzu viel erwarten, aber er hat alle Werte Minimum auf seinem Overall-Rating. Und deswegen sieht er halt relativ komplett aus und ich bin mal gespannt, wie er so spielt. Dazu kommt natürlich noch, was heißt natürlich, es kommt auf jeden Fall dazu, dass er halt auch hier einen perfekten Link gibt für nämlich den Herrn Rekik. Rekik, das ist ein Spieler, den hatten wir schon mal. Also das heißt, einer von den vier Spielern von den 33, also vier Stück haben wir schon gespielt von 33, ist schon mal er. 3.100 für ihn bezahlt, 73er Pace ist solide, 74er Defending, 77er Kopfball, 1,85 groß, Mittel Work Rates. Ich denke mal, das geht klar. Dazu hat er noch von mir einen Anker bekommen. Jetzt wechseln wir direkt mal in die nächste Liga und das, ach, da ist er gleich danach, sehr schön, die Hellas Liga nämlich. Und hier sind unsere zwei Innenverteidiger. Das wären einmal Papadopoulos mit, übrigens für 400 gekauft, also sind Abstoßspieler, sollen aber richtig, richtig nice abgehen. 1,88 groß der Junge, mittelhoch Workrates, solider Pace mit 75 und noch wirklich solide Defense-Werte mit 78 Defense und 78 Kopfball. Ich meine, er ist nur ein 76er. Ich würde mal sagen, das geht klar. Der Manolas sieht fast genauso aus, auch mittelhoch Workrates, 1 cm größer, dafür einen Pace weniger und halt 3 Defense weniger. Im Prinzip sehen sie sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Und jetzt machen wir direkt weiter im ZDM und da gehen wir mal in die Hellas Liga. Und, beziehungsweise immer noch, und da stellen wir Maniatis auf. Maniatis auch von Olympiakos. Als Architekt haben wir ihn aufgestellt. 77er Pace, mittelhoch Workrates, 74er Defending, 69er Kopfball. Ich habe ihm Architekt gegeben, um seinen Pass und seinen Kopfball noch ein wenig zu pushen. Ich denke mal, zum Schuss wird er eh nicht so oft kommen. Deswegen lieber noch ein bisschen mehr Pass und ein wenig Kopfball kann er immer mal gebrauchen. 900 für bezahlt. Achtet nicht so genau auf die Preise, weil solche günstigen Spieler wie diese hier, da bin ich einfach auf die erste Seite gegangen und habe den günstigsten auf der ersten Seite gekauft, weil es war mir ehrlich gesagt egal, ob ich 100 Coins mehr oder weniger ausgebe. Ihr solltet das natürlich anders machen, aber ich wollte halt das Team fertigstellen. So, ich würde sagen, ja komm, nee, doch, machen wir jetzt den rechten Mittelfeldspieler auch noch rein, weil der passt nämlich noch in die Liga rein und das wäre Salpingidis und das ist zum Beispiel ein Spieler gewesen, wo ich eine halbe Stunde dran saß. Und ja, bevor ich jetzt draufklicke, ich habe ihn komplett überteuert gekauft. Aber ich war so am Tilten, ich habe ihn für 18.000 gekauft. Ich glaube, der ist 13.000 wert. Es war mir scheißegal, weil ich habe, glaube ich, keine Ahnung wie oft, so an die 100, 200 Mal den Filter eingestellt. Und er wollte mir einfach nichts anzeigen. Und irgendwann kam mal einer, sogar gleich als rechter Mittelfeldspieler, ich glaube, eigentlich ist er rechter Stürmer, habe ich mir gedacht, fick dich, 18.000 drauf geboten, gut ist die Sache. Scheiß auf die 5.000 Coins, da ist mir nämlich meine Zeit wertvoller als diese 5.000 Coins. Und ja, jetzt ist er für 18.000 in unserem Verein. Hoch Workrates, dazu 88er Pace, 80er Schuss für einen 77er. 74er Passwert auch sehr ordentlich und ein 76er Dribbling. Dazu kann er sogar noch ein bisschen köpfen. 1,72 natürlich nicht der Hammer. Aber ich finde, zum Testen ist er mal ganz ordentlich. Vor allem auch wegen seinen Hoch-Hoch-Workrates. Könnte interessant werden für unsere Dreierkette hier. So, dann steht die rechte Seite auch schon mal. Oh, ich glaube, der Buddha da draußen fängt wieder an zu singen. Ist irgendwie hier, keine Ahnung, so drei Häuser weiter oder so, ist so eine Kapelle. Und der Kerl, der singt irgendwie fünfmal am Tag, glaube ich. Und einmal ist das morgen früh irgendwann nach fünf. Und ich glaube, das geht gerade los. Aber das hört man hier drinnen eigentlich nicht. Also ihr solltet es nicht mitbekommen. Jetzt schnappen wir uns die anderen Leute aus der Eredivisie. Und das wäre Vandenberg. Erst hatte ich da Wilhena hingestellt. Allerdings habe ich mich noch mit dem
Orison aus dem Forum kurz geschlossen. Und er meinte, ja, wenn du es ein bisschen defensiver willst, mach lieber den Vandenberg rein. Und finde ich auch relativ in Ordnung so. Ich meine, der ist jetzt nicht der schnellste. Für die Leute, die es offensiver wollen, einfach Wilhena reinmachen. Aber ich finde ihn jetzt wirklich ein bisschen solider, weil er halt einfach auch 1,85 groß ist. Dann habe ich wenigstens einen groß. Weil man muss halt sagen, Maniatis ist nur 1,75 groß und er ist halt 1,85 groß. Dazu mittelhoch Workrates, Linksfuß, 66er Pace. Also er hat, ja, Werte muss ich jetzt nicht vorlesen. Die Werte sind jetzt nicht so der Hammer. Aber man muss so einen Spieler halt erstmal spielen und vielleicht geht er ja ab wie ein Stück Scheiße. Wir werden es sehen. Linkes Mittelfeld, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, dort steht der gute alte Herr. Na, kommt er jetzt irgendwann mal? Ich hoffe mal nicht, dass meine Connection sich gleich aufhängt. Na, ich habe aber schon gedrückt eigentlich. Oh, jetzt ist irgendwas auf kaputt gegangen. Aber er schmeißt mich nur so weit raus. Gut, ja, damit kann ich leben. Hauptsache, ich werde nicht komplett rausgeschmissen. So, jetzt können wir aber reinmachen. Und nein, geh schnell wieder raus. Okay, ich glaube, er macht es eh nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ach so, hier, meine, ich sehe das gerade. Malware Bytes, also mein Antivirenprogramm sozusagen, blockt die ganze Zeit irgendwelche Webseiten. Aber ich glaube, der blockt keine Webseiten, sondern ich glaube, der blockt, wenn ich hier was mache. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das könnte nämlich gut sein. Vielleicht finde ich jetzt auch besser Gegner, wenn ich das mal ausschalte. Weil ich habe ja sozusagen durch den VPN gehe ich ja prinzipiell über den Computer. Ich habe mich immer gewundert, was der für IPs da immer blockt. Weil das hat er sonst vorher auch nicht gemacht. Ja, jetzt haben wir vielleicht sogar mitten in der Nacht sogar ein Problem. Ja, behoben, wer weiß. Jetzt geht das hier auch um einiges schneller. Eieiei, wenn das Problem war, naja, okay, die Server sind sowieso im Arsch, ich meine, das habt ihr ja alle geschrieben, aber trotzdem, ich glaube, der blockt da immer irgendwas von Ultimate Team und vielleicht finde ich jetzt auch besser Gegner. Naja, wir schauen uns das mal an, wir machen jetzt natürlich erstmal D-Pay rein. Ihr habt euch wahrscheinlich gedacht, D-Pay gekauft für 13.000 Coins, Hochmittel Workrates, 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Spezialbewegung, dazu 87 Pace, 83er wäre schön, 73er Schuss und noch ein 80er Dribbling. Ich habe von einigen gehört, es soll der beste Silberspieler sein, wahrscheinlich eher als Winger, aber ich denke mal auch als Mittelfeldspieler sollte er mit Hochmittel Workrates ganz gut abgehen. Und jetzt kommen wir ins Angriffsviertel und da wechseln wir jetzt noch einmal die Liga und zwar die türkische Liga und da hätten wir Snyder Second Inform im ZOM stehen. Für 86.500 gekauft, wahrscheinlich auch für zu viel, aber Snyder war auch so ein Kandidat. Vor allem bei den Leuten mit Second Inform hatte ich Probleme. Da kommt später noch einer, das werdet ihr dann sehen. Ja, jedenfalls Snyder Second Inform, 5 Sterne Weak Foot hat er immer noch. Dazu 74 Pace, 86er Schuss, 90er Pass, 86er Dribbling, also ziemlich geniale Werte. Vielleicht bekommt er ja sogar ein Up, könnte sein. Aber ich glaube, so bei älteren Spielern machen die das eher nicht so. Aber ich erhoffe es mir jetzt einfach mal. Und vorne im Sturm, ihr könnt es euch vorstellen, es ist natürlich Didier Drogba, Unternehmen Burak Yilmaz. Weil Burak will ich auch endlich mal im Sturm spielen. Ich höre immer wieder, dass er da richtig krank abgehen soll. Und ja, ich denke, in diesem Team passt er sehr gut. Ich habe mir extra einen frischen gekauft. Also ich hätte ihn vielleicht für 350 bekommen, aber ich wollte bei ihm einen frischen haben. Und ja, gucken wir erstmal ihn an. 1,88 groß, das gefällt dem Massive natürlich, der kann nämlich köpfen. Dazu hochgeringe Arbeitsraten, auch richtig geil für einen Stürmer. Dazu aber auch noch ein 84er Pace, 77er Schuss und 79er Kopfball. Passend dazu kann er eigentlich auch noch mit 72. Also seine Werte sehen einfach ziemlich geil aus. Didier Drogba, oh, den kennt er mittlerweile, da oben ist er jetzt endlich. Ja, irgendwann mal für 3000 gekauft, den Jungen. 72er Pace, 83er Schuss, 86er Kopfball und 1,89 groß. Leider hoch Workrates. Oh, Drogba auch noch mit High Low, das wäre schon geil. Aber naja, das könnte ich ja im Spiel umstellen. Habe ich ja gestern im 15 Uhr Video gezeigt, wie man die Workrates im Spiel umstellt. Aber ehrlich gesagt bin ich da zu faul für. Und so sieht unser erstes Team aus. Wir packen jetzt nochmal einen Manager rein. Da habe ich nämlich hier den Fatih Terim fertig gemacht mit der holländischen Liga.
Wie ihr sehen könnt, haben natürlich alle volle Chemie und ich glaube, das Team kann sich ziemlich suckermäßig spielen lassen. Vor allem hier erstmal mit 3 Gold Non-Rares, dazu 4 Silberspieler, dann natürlich auch Informs, aber ich glaube, die Informs können gut durch diese Non-Rare und Silberspieler ausgeglichen werden. Aktuell hätten wir so ein 65er Rating, aber wir haben halt noch keine Bank. Das heißt, mit Bank müssten wir dann mal gucken, die mache ich jetzt aber noch nicht drauf. Und das ist unser allererstes Team. Unser erstes Fun-Team. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Also ich finde es wirklich ganz nice. Sieht ganz witzig aus und ich glaube halt einfach auch, dass es sich geil spielen lassen wird. Sonst hätte ich es nicht gebaut. Und jetzt werden wir uns aber direkt ans nächste Team machen, weil wie gesagt, wir haben 3 Teams auf dem Zettel. Das kann ein bisschen dauern. Und deswegen gehen wir auf Fun 2. Das sieht nämlich auch schon ganz witzig aus. Und da würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Premier League. Ja, Premier League, jetzt denkt er wieder, oh, jetzt kommt wieder das Altbewährte. Nein, kommt natürlich nicht. In der Premier League finden wir nämlich Ruddy. Ruddy steht bei uns im Tor, für 400 gekauft den Jungen. 78er Keeper, 1,93 groß, 79 Hechten, 81 Reflexe, 76 Ballsicherheit, 74 Abschlag, 75 Positioning. Also auch eher so ein relativ ausgeglichener Keeper. Also kein Stat, der so richtig abfällt. Aber jetzt natürlich auch keiner, der so richtig in die Höhe ragt. Aber naja, müssen wir mal testen, den Jungen. Dazu findet er hier Gesellschaft von Bassong. Den habe ich nämlich auch gekauft für 11.750. Krass, wie billig der ist. Natürlich ist er jetzt nur ein 77er, aber eigentlich hat er ganz geile Werte. 1,87 groß, schnell, relativ solide Defense-Werte. Also ich finde den nice. Und dafür fast auf Abstoß für einen Premier League-Spieler. Okay. Jedenfalls 75 Pace, dazu 80er Defense, 83er Kopfball, Mittel-Mittel Workrates, 1,87 groß. Ich würde sagen, das geht mal klar. Und dann der erste, der ein bisschen für das Momentum sorgen soll, nämlich Olson. Da ist er, der Olson. Ja, relativ solider Außenverteidiger, hat auch 1,700 gekostet. Nee, ich hätte den billiger bekommen, aber ich war zu faul zum Bieten und zum Suchen, Weitersuchen. 84 Pace hat er, 71er Defending, 68er Kopfball, Hochmittel, 1,78 groß. Sieht solide aus. Übrigens, genau, das passt vielleicht jetzt ganz gut bei dem Spieler. Ich denke mal, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, würde tausendmal drunter stehen, wieso kaufst du den nicht Olsen in Form? Ich habe alle Spieler mit Bedacht gewählt. Ich sag mal zum Beispiel, der Spieler, der hier rechts stehen wird. Da gibt es Alternativen, auch günstige, aber jeder Spieler, der in diesem Team steht und auch in den ganzen anderen beiden Fun-Teams, die sind extra so ausgewählt. Ich wollte hier nicht den Inform haben und ich will auch hier genau den Spieler haben, der da steht. Und auch hier will ich den Spieler haben, der da steht. Also es ist wirklich alles genau so geplant sozusagen. Also wie gesagt, ihr müsst wirklich bei diesen 3 Teams ausnahmsweise keine Verbesserungsvorschläge machen. Außer zum Beispiel, hier gäbe es einen Silber-Non-Rare-Außenverteidiger, der besser ist. Das wäre okay. Aber ich will da keine Informs oder bessere Goldspieler oder sonst irgendwas. Es soll wirklich extra so gebaut werden. Das hat alles so ein bisschen Plan, will ich mal sagen. Ich muss zwar sagen, mit dem Orison habe ich die Teams nochmal durchgesprochen und da haben wir nochmal 2-3 Positionen ein wenig verbessert, aber jetzt, so wie die Teams stehen, sollen sie erstmal auf jeden Fall bleiben. Ich weiß, dass es zum Beispiel halt so ein Olsen Inform gibt, ich weiß auch, dass es hier den und den gibt und ich weiß, dass es hier noch was anderes gibt, aber wie gesagt, es soll wirklich so gespielt werden. Jetzt machen wir weiter und zwar geht es in die Bundesliga. Ja, die ist nämlich auch mit am Start und ja, den Spieler habe ich jetzt nicht hinzugezählt zu denen, die ich schon gespielt habe, weil es ist halt der Boateng Up. Gekauft für 6.500, haben wir wirklich noch nicht gespielt und deswegen zähle ich ihn jetzt mal zu den neuen Spielern. Wenn ihr böse seid, könnt ihr ihn von mir aus abziehen, dann sind es immer noch 28 neue Spieler. So, Boateng Up auf jeden Fall, 1,92 groß, 75er Pace, 82er Defending jetzt, vorher hatte er 79, 82er Kopfball, 4 Sterne Weak Foot, Mittel-Mittel Workrates, würde mal sagen, das geht klar. Dann finden wir hier den nächsten, hier kommt nämlich Rafinha hin. Ja, ich weiß, hier könnte der Philipp Lahm hin, ich weiß, da könnte Philipp Lahm in Form hin, Team of the Year, was weiß ich, aber genau dieser Rafinha ist hier geplant. Deswegen, ich will es nur nochmal anmerken. Ich weiß, ich habe es eben schon mal gesagt, aber ich will es jetzt extra nochmal hier anmerken. Und dann machen wir hier nochmal den rechten Mittelfeldspieler hin.
Und der ist nämlich Mitchell Weiser. Ja, mal was ganz Spezielles. Ich weiß, dass ich da nämlich zum Beispiel Müller hinstellen könnte. Der ist nämlich auch ein Deutscher und gibt Boateng den perfekten Link. Aber ich will genau diesen Mitchell Weiser da stehen haben. Aber ich sage euch jetzt erstmal was zu Rafinha. Hochmittel Workrates 1,71 groß, 79er Pace, 72er Defending, 77er Passwert, 79er Dribbling. Jo, das wär's zu ihm. Und jetzt gehen wir zu Mitchie hier. Mittel Workrates, 4 Sterne Weak Foot und 4 Sterne Spezialbewegung. Dazu noch 84 Pace, 73 Dribbling, 53er Schuss, jetzt nicht der Hammer, und noch ein 62er Passspiel. Ja, ja, bin immer gespannt, wie der Mitchell so spielen wird. Wie groß ist der eigentlich? 1,76, okay. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in die spanische Liga. Ja, jetzt gehen wir in die spanische Liga. Liga BBVA, da haben wir sie. Und ja, ZDM haben wir nicht, weil es ist nämlich ein ZM, der da steht. Und zwar ist es nicht Fabregas, sondern Mbia. Jo, Stefane Mbia, oder ja doch, Stefane. Dieser Junge ist 1,89 groß, war letztes FIFA, also FIFA 13 übrigens noch, ein Premier League Innenverteidiger. Sehr beliebt natürlich wegen seinem Pace. 1,89 groß, Mittel, jetzt ist er ZM. Und dazu hat er 77er Pace, 78 Defending und 76 Kopfball. Also muss man sich mal ziehen, für einen 72er Silberspieler richtig solide Werte. Natürlich arbeitet er jetzt nicht hoch nach hinten, aber er ist eine Kante und sollte auf seiner Position da gut stehen bleiben. Erhoffe ich mir jetzt mal und denke ich mir auch mal. Dann hätten wir auf dem linken Mittelfeld einen linken Flügel, der kann aber auch ein linker Flügel bleiben wegen Trainer, und zwar wäre das Perotti. Perotti hat 5 Sterne Weak Foot und dazu noch 4 Sterne Skill Moves, 81er Pace, 85er Dribbling, 69er Schuss, 68er Pass. Joa. Sieht eigentlich ganz nice aus, der Junge. Vor allem natürlich seine Sterne da unten. Also 5 Sterne Weak Foot ist immer nice. Und dazu halt noch 4 Sterne Spezialbewegung. So, das wäre jetzt schon mal das Grundgerüst. Und jetzt machen wir uns dann auch auf ins ZOM. Und im ZOM steht nämlich auch ein Spanier. Und zwar ist das Ivan Rakitic, second in form. Da hatte ich auch ziemliche Probleme, ihn zu kaufen. So, und der Rakitic, 68.500 habe ich für den Jungen bezahlt. 1,84 groß, Mittel Workrates, 3 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skill Moves. Aber dafür einen 87er Schuss, einen 89er Passwert und 84 Dribbling. Dazu noch 71 Pace. Ich denke mal, der ist relativ solide. Vielleicht können ihn ein wenig die Workrates ficken, aber ich muss sagen, so 32 Spiele, die er vorher gemacht hat, 14 Tore und 19 Vorlagen, geht in Ordnung. Das sind 33 Scorerpunkte in 32 Spielen, das heißt pro Spiel ein Scorerpunkt, finde ich immer in Ordnung für einen ZOM. Bin ich mal gespannt. So, ach genau, den Jungs habe ich noch keine Chemistry Styles gegeben hier, das habe ich glaube ich ein bisschen vergessen. Das werde ich glaube ich vor allem bei den Silberspielern machen. So, jetzt gibt es noch von mir den Stürmer aus der Liga BBVA, und zwar wäre das Rusescu, oder wie man ihn aussprechen mag, tut mir leid, falls es falsch ist. Ja, ich fand, der sah einfach mal richtig interessant aus. Ich hätte da auch einen Gamero Non-Rare hinstellen können, der hat 81 Pace, oder die haben da noch irgendwen, der hat 80 Pace, glaube ich. Aber ich wollte mal genau den hier haben, nämlich den Raul Rusescu. 66 Pace ist, glaube ich, auch erst gerade gewechselt dahin. 73er Schuss, 72er Kopfball, 4 Sterne Weak Foot, Rechtsfuß, mittelgering Workrates und 1,81 groß. Ich bin gespannt, wie er abgehen wird oder nicht abgehen wird. Mal schauen. Und vorne im Sturm hätten wir dann natürlich noch einen Bundesligaspieler, und das ist Mario Mandzukic. Habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, wegen Kroatien und hier dem Bayern-Spieler noch, ne? Und so sieht unser zweites Team aus. Ich packe nochmal einen Trainer hinzu. Ich weiß gar nicht, was ich hier hatte. Ich glaube, ich hatte einfach spanische Liga. Müsste es gewesen sein. Hier seht ihr auch nochmal alle neuen Chemie. Basson sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, weil er keine Fitness hat. Die kriegt er aber. Aber hier alle neuen Chemie. Minimum teilweise schon 10. Und ich denke mal, auch dieses Team kann relativ spaßig werden. Ich denke mal, jetzt wo das zweite Team fertig gebaut ist, ja, habt ihr gesehen, dass diese Teams jetzt nicht einfach nur blind gebaut sind, sondern auch wirklich Sinn haben. Das heißt, die Spieler gehören schon auf die Position, wo ich sie einsetze. Das heißt, ich spiele jetzt nicht einfach mal
einen Mandzukic im ZDM oder so eine Scheiße. Das wäre natürlich auch mal ein Fun-Team und wir machen auch bald mal wieder so ein Team nur mit Torhütern, einfach so aus Spaß. Aber das sind wirklich Teams, die sich sicherlich auch ordentlich spielen lassen. Dieses Team wird vielleicht das am schwersten spielbare. Das muss ich zugeben, weil zum Beispiel hier vorne alles relativ langsam ist. Das heißt, mit Lobpässen wird es dann wenig schwer. Aber ich meine, man muss halt alles mal getestet haben und vielleicht spielt man dann halt einfach mal weniger Lobpässe und ein paar mehr Flanken. Ha, Mandzukic steht ja hier vorne drinne. Und ich denke mal, es sollte sich trotzdem wirklich sehr gut spielen lassen. Und es sieht einfach ganz nice aus. Mal hier ein Non-Rare mit drinne, mal ein Non-Rare Gold mit drinne, einen Silber-Shiny, mal einen Inform mit drinne, mal einen ganz normalen Goldspieler. Ich finde so Teams eigentlich echt ganz nice. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, hättest du noch Bronze mit reingemacht. Ich muss sagen, da fällt dann bei mir die Grenze, wo es mir dann nicht mehr so Spaß macht. Weil ich muss sagen, ich habe am Bronze nicht unbedingt so viel Spaß. Deswegen kombiniere ich da lieber ein bisschen Gold und Silber. Da habe ich mehr Spaß dran. Natürlich könnte man das jetzt, wie gesagt, halt auch noch mit Bronze kombinieren. Dann kannst du natürlich auch ganz geile Teams machen. Aber das könnt ihr dann für euch selber machen. Für mich ist das eher nichts. So, das wäre das zweite Team. Und da wir jetzt schon bei 25 Minuten sind, packen wir uns gleich noch das dritte Team. Und das sieht vielleicht noch am durchdachtesten aus, will ich mal sagen. Na, was heißt durchdachtesten? Die sind, wie gesagt, die sind wirklich alle durchdacht. Die sind nicht einfach irgendwie blind zusammengewürfelt, sondern wirklich, ich habe überlegt, wie ich es machen will und habe es dann auch so gemacht. So, jetzt würde ich sagen, starten wir, ja komm, starten wir hier. Und da starten wir nämlich wieder in der türkischen Liga. So. Und da kommt nämlich ins Tor Muslera. So, und der Muslera, der hat 750 gekostet, 78er Hechten, 87 Reflexe, 80 Ballsicherheit, 79er Abschlag, 81er Positioning und 1,90 groß. Ich würde mal sagen, das sieht man nicht schlecht aus. Dazu kommt nun Koi oder sowas in die Richtung. Der Galatasaray Innenverteidiger, 1,84 groß, ist aber nicht ganz so schlimm, weil er hat ein ziemlich heftiges Jumping und ihr seht auch schon seinen Kopfballwert mit 79. Da ist das Jumping natürlich schon mit eingeschlossen. Dazu noch mittelhoch Workrates, 81 Pace natürlich und auch eine solide Defense mit 75. Auf der Rechtsverteidigerposition stellen wir Sarioglu auf. Der hat 650 gekostet, 90 Pace, dazu mittel Workrates, 1,70 groß, 76er Defense, 65 Kopfball. Ich würde sagen, geht klar. Ich habe ihn bisher noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie er so spielen mag. Aber mittel plus 90 Pace hört sich schon relativ nice an. Und dann der letzte Galatasaray-Spieler wäre Felipe Melo. Ja, auch ihn zähle ich zu den Neuen, weil wir die Abversion einfach noch nicht gespielt haben. Das ist nämlich die 82er Abversion. 2400 hat der Junge gekostet, 1,83 groß, hoch, Workrates, 76 Pace, 75er Schuss, 79er Pass, 76 Dribbling und dazu noch 83er Defending und 86er Kopfball. Also er ist halt wirklich so ein richtiger Allrounder, sieht ziemlich nice aus. Hier drüben gehen wir nun in die, muss ich erstmal finden, wo die ist. Da ist sie, in die Liga Bancoma MX. Und da hätten wir in der Innenverteidigung den lieben Herrn Araujo. Gucken wir uns den Kerl mal an. 504 bezahlt, 1,88 groß, mittel Workrates, 73 Pace, 70er Defending, 64er Kopfball. Ist natürlich nicht so Hammer, der Kopfball. Und auch das Defending ist halt jetzt auch nicht so der Burner, weil er ist halt nur ein 67er. Aber ich glaube, er hat 94 Stärke oder sowas. Also er ist eine ziemliche Kante da hinten drinne. Und ich wollte erst Perez hier hinstellen, der hätte auch hierhin gepasst, das ist dieser Innenverteidiger mit 90 Pace. Aber dann hätten wir einen IV mit 1,74 und eins mit 1,84, deswegen habe ich mir gedacht, lieber nochmal den Großen reingestellt. Kann man ja immer noch austauschen. Dann auf der Linksverteidigerposition haben wir Velarde, habe ich direkt als Sentinel gekauft für 450, 1,73 groß, mittel Workrate, trotzdem einen 82er Pace, 66er Defending, 70er Kopfball und für seine, also man muss auch sagen, sein Passwert und auch Dribbelwert ist wirklich relativ ordentlich für einen 69er, sieht ganz gut aus, ich bin gespannt. Und im ZDM hätten wir dann den lieben Herrn Molina. Jo, Molina steht hier im ZDM
Und den gucken wir uns natürlich auch nochmal an. 1,86 groß, gering hoch Workrates. Er soll sozusagen ein wenig den Melo ausgleichen. Ich habe erst überlegt, Salcido dahin zu machen. Der hätte auch hingepasst. Aber der ist halt eher der offensivere. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, hier packen wir mal schön den Molina hin. Der kann nach vorne nicht sonderlich viel, aber dafür nach hinten, also mit seinen 73er Defending und 81er Kopfball, ist schon relativ ordentlich. Und ja, ich gebe ihm, denke ich mal, noch einen schönen Chemistry-Style, so dass er noch ein bisschen passen kann dazu. Ich denke mal, Powerhouse wäre nicht schlecht. Können wir ihm eigentlich gleich mal drauf packen, bevor ich das vergesse. Powerhouse bringt ihm nämlich Pass und Defending, genau. Defending kann er noch einen kleinen Tick gebrauchen und Passwert genauso. Und jetzt gehen wir auch schon an den letzten Teil dieses Buildings. Und das wäre wieder eine andere Liga. Und zwar wäre das die... Ich glaube, ich bin schon lange vorbei. So, jetzt mal ganz genau drauf achten. Da ist sie, die K-League. Und da hätten wir auf der linken Seite den lieben Herrn Song... Keine Ahnung, ich zeig's euch gleich. Und mach hier nochmal den hin. So, jetzt passt das. Hier hätten wir auf der linken Seite Song Ying-Hyung. Oder halt Ying-Huyung Song. Wie man's will. Das ist eigentlich nur der Name verdreht. Ist ja total behindert. Guckt euch das mal an. Da ist einfach das Yin von vorne in die Mitte und das Jung von der Mitte nach hinten. Nee. Doch. Und das Song irgendwie nach vorne. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall sind einfach die Namen nur ein bisschen vertauscht. Sieht eigentlich nicht schlecht aus für einen 68er. Natürlich kommt er über seinen Pace. Die meisten Koreaner sind ziemlich schlecht, was Schuss und Pass betrifft, weil die meisten einfach auch ziemlich unterbewertet sind. Das heißt, meist unter 70er Rating. Allerdings hat dieser Junge zu seinem Pace auch noch 4 Sterne Weak Foot und 4 Sterne Skill Moves, Hochmittel Work Rates und 61er Schuss, 63er Pass. Man muss halt immer gucken, wie sich das auswirkt im Spiel. Manchmal hast du einen mit 50er Schuss und der schießt dir das Ding rein wie mit einem 90er. So, und den anderen, der sieht nämlich ähnlich aus. Der hat nämlich als gute Werte dazu noch 5 Sterne Weak Foot. Hochgeringe Workrates finde ich noch besser, so in diesem ZOM hier. 91er Pace, natürlich auch er kommt über seinen Pace. 74er Dribbling ist aber noch ganz gut und auch der 73er Kopfball. 61 Schuss, auch hier so lala, genauso wie der Passwert. Aber ich denke mal, sieht gar nicht so schlecht aus. Dann kommen wir ins ZOM in der Mitte, was ich ja ganz gerne als Mittelsturm bezeichne, weil ich finde, der ZOM in der Mitte macht so ein bisschen einen auf Mittelstürmer. Und deswegen habe ich da auch Solky Hyun hingestellt. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. 1,87 groß, hochgering Workrates, 5 Sterne Weak Foot, dazu 85 Pace, 69er Schuss, 67er Passwert. Ist natürlich auch wichtig über die Mitte. Und noch ein 76er Kopfball. Also ziemlich nicer Stürmer natürlich. Aber ich denke auch hier sozusagen in Mittelstürmerposition wird er seinen Job gut erledigen. Und vorne drinne, ja, was haben wir da? Wir haben nämlich keinen Silberspieler mehr vorne, sondern Damjanovic. Den wollten wir auch schon öfter mal spielen. Und jetzt habe ich ihn endlich mal gekauft für 15.500. 78er Pace, 75er Dribbling, 82er Schuss, 83er Kopfball, hochgering Arbeitsraten, 4 Sterne Weak Foot. Und ich würde mal sagen, der Junge sieht auch ganz nice aus. Vor allem natürlich die Abschlusswerte und auch seine Körpergröße plus die Workrates. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz gut abgeht. Vielleicht vor allem in dieser Kombination mit den schnellen Jungs hier über die Außen und auch Hyun als Großen noch in der Mitte mit dabei. Mir gefällt dieses Team auch sehr gut. So, und da hatte ich eigentlich irgendwo einen, ich glaube, der ist ganz am Ende, müssen wir nochmal ganz durchschalten. Ich hatte nämlich irgendwo einen K-League-Trainer, genau, da ist er. So, und den mache ich jetzt einfach mal rein. Und das wäre das dritte Team. Ich denke, ihr habt es erkannt. Das ist nicht so ganz die Massive-Handschrift, aber ich muss sagen, ich habe alle Teams selber gebaut. Ich habe sie mir nicht bauen lassen. Ich habe ein bisschen hier in dem Team, habe ich mit Orison rumgeschraubt, weil als allererstes hatte ich hier nämlich, das kann ich euch eigentlich mal kurz zeigen. Ach so, ja, jetzt ist hier alles verstellt. Na gut, ich kann es euch einfach nur sagen. Als allererstes hatte ich so aufgestellt, dass Melo hier drüben war. Dann hatte ich hier Riera und hier hatte ich auch Nun Koi. Und hier auf dieser Seite hatte ich es dann einfach so gemacht, dass ich hier De Rossi hatte, hier Maicon Second in Form und hier Benatia Second in Form. Aber so ist dann schöner, da haben wir nochmal mehr Spieler, die wir testen können.
Aber ansonsten sind die Teams eigentlich alle so geblieben. Bis auf den einen ZDM-Posten im 3-5-2, wo ich halt Wilhena rausgemacht habe und Vandenberg reingemacht habe. Ach genau, und noch in dem zweiten 4-1-2-1-2-Team habe ich erst Reyes auf der linken Mittelfeldposition gehabt. Und da steht ja jetzt, oh, wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Portillo oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gucken wir jetzt nochmal ganz kurz alle drei Teams an zum Abschluss. So, da hätten wir einmal dieses schöne türkische Liga, Eredivisie und griechische Hellas-Liga in einem Team. Und ja, wie gesagt, ich denke relativ OP. Die Verteidigung sieht verdammt stark aus. Der Sturm sieht verdammt stark aus. Die Winger sehen beide auch sehr stark aus. Und ZDM prinzipiell auch. Also Workrates passen. Das einzige Manko, was man irgendwie finden könnte, ist, dass Maniates so klein ist. Aber da könnte man auch einen anderen reinstellen. Ich glaube, die haben auch noch einen, der hat zwar nur 60 Pace, ist aber auch 1,85 groß und hat auch Medium High. Dann hast du prinzipiell gar keinen Kritikpunkt mehr. Aber ich wollte sozusagen nochmal hier Maniates, der auch ein bisschen Offensivqualitäten hat, mit reinbringen. Ist ja auch ein 74er. Und deswegen, denke ich mal, geht das so klar. Mir gefällt das Team ziemlich gut. Ich muss auch sagen, auf dieses Team habe ich am allermeisten Bock. Orison hat auch gesagt, er hat auch ziemlich Bock auf dieses Team, also dieses Team spielen zu sehen. Und ja, ich denke mal, das wird auch das nächste Spiel sein, also mit dem Team dann. So, dann gucken wir uns nochmal Fun 2 an. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich was mit Rakitic Second Inform und Mandzukic machen wollte. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ja, hier kannst du natürlich hier standardmäßig Müller hinstellen, hier kannst du standardmäßig Lahm hinstellen, dann kannst du, keine Ahnung, hier, wie gesagt, Olsen in Form. Hier vorne in Sturm könntest du ganz normal Gamero oder so stellen. Der ist ja hier hingewechselt zu Sevilla. Aber ich wollte es dann genau so haben. Und deswegen, wie gesagt, bitte keine Verbesserungsvorschläge. Oder ihr könnt sie natürlich schreiben. Also vielleicht helft ihr da mit anderen, die diese Teams nachbauen und die Spieler dann vielleicht besser finden. Ich denke mal schon, dass Müller vielleicht besser abgehen wird auf rechts. Aber ist für mich einfach mal so ein Push, wenn ich sehe, oh geil, ich habe Weiser am Ball, dass ich da irgendwie, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr irgendwie so Spieler habt, die nicht so random sind, dass ihr dann irgendwie schon noch so einen kleinen Push selber in euch spürt. Und ja, deswegen ist das Team genau so halt von mir gebaut worden und ich finde auch dieses Team relativ nice. Es könnte, wie gesagt, ein bisschen Probleme im Sturm geben, aber es ist auch ganz schnell hier der Rucescu, ich nenne ihn glaube ich einfach nur Raul, ist ja ganz schnell ausgetauscht, da wie gesagt kannst du halt Gamero hinstellen, der ist da mit 81 Pace um einiges schneller und dann spielt sich das Team vielleicht besser, aber vielleicht geht ja Rucescu auch übel ab, können wir bei ihm hier noch nicht sagen, weil ich einen frischen gekauft habe, Mandzukic, nee, habe ich keinen frischen gekauft, schade, ach genau, weil ich ihn direkt mit Hunter gekauft habe, jo, und dann noch das letzte Team, pup, 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 wo ist es? Fun 3. Ja, das letzte Team, das ist nochmal so entstanden, weil ich unbedingt was mit Damjanovic machen wollte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich Damjanovic reinmache, K-League, dann will ich auch Hyon drinne haben. Am Anfang habe ich erst so ein bisschen überlegt, was habe ich, glaube ich, als erstes gemacht? Ich überlege gerade. Was habe ich denn für eine Formation genommen? Es war, glaube ich, also Hyon und Damjanovic standen, glaube ich, nebeneinander. Was war denn das für eine Forma? Ich weiß nicht, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall habe ich da alles mögliche mal so ein bisschen rumgetestet. Ich glaube, es war sogar 3-5-2, oder? Ich habe nämlich erst Vucinic dann ins ZOM gestellt und all so eine Späßchen gemacht. Aber im Endeffekt finde ich das hier am besten. Und ja, ich denke mal, es sollte sich auch ordentlich spielen lassen. Wie gesagt, so wie ich es mag, zwei Kanten über die Mitte, über die Zentrale. Über außen natürlich Pace. Hinten sollte es solide stehen mit Molina und Melo, die beide nicht die allerkleinsten sind. Außenverteidiger sind beide relativ schnell. Und hier Medium-Medium-Workrates und hier glaube ich auch, ne? Hier auch Medium-Medium-Workrates. Und dazu, die Innenverteidigung muss man gucken, ob man hier vielleicht noch Pires reinbringt, dann könnte die Innenverteidigung halt ein Ticken zu klein sein. Das ist halt vielleicht das einzige Manko. Und Muslera als sehr soliden Kerl im Tor. Also ich finde die drei Teams wirklich, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich finde sie wirklich relativ geil und habe ziemlich Bock darauf, mit den Teams zu spielen. Wenn ich es erste Mal richtig auf die Fresse bekommen habe, ändert sich diese Meinung vielleicht wieder. Aber gerade hier von diesem Team erwarte ich mir echt viel. Ich weiß nicht warum, aber ich erwarte mir von diesem Team wirklich viel. Und jetzt rechnet das mal durch. Snyder, setze den normalen hin.
und hier den könnt ihr auch den normalen hinsetzen. Dann kostet das Team vielleicht 500, ich runde jetzt sogar auf. 500, 1000, 1500, oh. 1500, 4500, 5000, 5500, 5500, 18.000, 18.000, 19.500, 21.000, 21.5, 21.5 kostet, also 20.000 rum ohne Salpingidis. Wenn ihr jetzt Salpingidis hier aufstellen wollt, es gibt bestimmt irgendeinen anderen Grieche auf dem rechten Mittelfeld. Es reicht einfach ein Grieche aus der... oder einer von hier Olympiakos reicht auch aus. Aber wenn ihr Salpingidis wollt, müsst ihr rund mit ca. 30.000 bis 35.000 rechnen. Und ich denke mal nicht, dass das viel ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Snyder-Inform rauslasst, kostet das Team vielleicht 40.000. Also jetzt hier mit Zoe-Inform und Salpingidis-Inform, nur mit Snyder normal, dann kostet das vielleicht 35.000, 40.000. Und ich würde mal sagen, das geht vollkommen in Ordnung. Vor allem, ich meine, wenn es nicht zusagt, kann man es ja ganz schnell wieder verkaufen. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch erstmal abwarten, wie ich damit so spiele. Vielleicht verkacke ich es ja komplett. Aber naja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und jetzt tut mir bitte den Gefallen. Ich weiß, ich sage das eigentlich nach jedem Video. Aber in diesem Video ist mir wirklich wichtig, dass ihr eure Meinung schreibt. Es muss nicht unbedingt die Meinung zu allen Teams sein. Würde mich natürlich auch freuen. Sondern eher die Meinung, ob ihr sowas öfter mal sehen wollt. Also zum Beispiel so einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen so ein Fun-Squad-Builder. Das heißt, wo ich mal ein, zwei, drei Squads baue, die halt nicht so normal sind wie unsere normalen Squad-Builder. Unsere normalen und teuren Squad-Builder werden weiterhin weitergehen. Das ist doch logisch. Das ist dann eher so ein Bonus, einmal die Woche oder so. Mehrmals die Woche ist, glaube ich, ein bisschen schwachsinnig. Aber so einmal die Woche finde ich sowas ganz witzig. Muss man natürlich gucken, ob nach einer Zeit dann irgendwann noch genug Spieler da sind, die man nicht gespielt hat. Weil ich meine, wie gesagt, das sind jetzt schon wieder 29 neue Spieler, die wir spielen. Und so viele gibt es dann jetzt auch nicht. Also natürlich, wenn man Silber und alles mit reinnimmt, dann schon. Ja, deswegen, also bitte schreibt in die Kommentare, wie das so bei euch ankommt, ob ihr auf sowas mal Bock habt oder schreibt, es ist scheiße, ist dann auch gut. Ist dann natürlich eure Meinung. Sowas will ich hören von euch. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Ach genau. Ich weiß nicht, ob es schon angekommen ist, aber es wird was mit Messi kommen, es wird was mit Ronaldo kommen, es wird was mit Bale kommen, es wird was mit Suarez Second Inform kommen. Ihr müsst das nicht immer wieder in die Kommentare schreiben. Ich habe es euch versprochen, es wird kommen. Wann es kommen wird, lasst euch überraschen. Dafür gibt es keinen Zeitpunkt. Ich mache das so, wie ich gerade Bock drauf habe. Zum Beispiel, wenn ich Bock auf Ronaldo habe, kaufe ich Ronaldo. Wenn ich Bock auf Messi habe, kaufe ich Messi. Okay, Bock auf Messi werde ich wahrscheinlich nie haben, aber das mache ich dann halt für euch sozusagen. So, und ihr seht auch oben, na gut, ihr habt den vorherigen Coinstand nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, für alle drei Teams 250.000 bezahlt. Ich will nicht lügen, aber es müssten 250.000 gewesen sein für alle drei Teams mit Informs. Und ich denke mal, das ist echt gar nichts. Ach so, ja, Nasse habe ich auch noch verkauft und Joe Hart hat sich auch verkauft. So, das Einzige, was wir jetzt nochmal machen, ist ein Päckchen zu holen, zum Abschluss sozusagen. Und dann machen wir das Video aber dichte hier, weil, ach du Scheiße, sind schon wieder über 40 Minuten. Ach komm, komm, einmal hier, ja, ach nee, das ist ja das 25er, nee, das will ich nicht haben. Nee, das will ich nicht haben. Ich dachte, das ist nur das 35er, aber das gab es ja eh nur eine Stunde. Das scheiß 25er, damit drei seltenen, ey, lutsch mir ein, niemals. Oder 10 seltene? Nee, ich glaube 3. Ist ja auch Latte, auf jeden Fall ziehe ich es nicht. Jetzt ziehen wir erstmal Nasri, nee, schade. Ibisevic, Rodriguez und De Marcos und ein paar Verträge, ein bisschen Fitness. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Sehr schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe euch schon was dazu gesagt, zu den Kommentaren und so, würde mich wirklich freuen. Und ja, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei, lpmassive.de, ich erwarte euch. Macht's gut, ciao.